innere Stimmen. Innere Stimmen sind Stimmen, die von innen herauskommen. Und es gibt verschiedene Arten von inneren Stimmen. Es gibt zum einen die innere Stimme. Das ist das innere Gewissen oder die Weisheit des Selbst, die tiefe Intuition. Manchmal in Bewusstseinserweiterung hörst du diese innere Stimme. Und wenn du diese tiefe innere Stimme hörst, zusammen mit Bewusstseinserweiterung, dann kann das verbunden sein mit einer Klarheit des Geistes. Aber jeder Mensch hat verschiedene innere Stimmen und so kann man auch sprechen von den bewussten inneren Stimmen. Ein Mensch ist in ständigem inneren Dialog. Und du könntest diesen Dialog auch systematisch machen. Wenn du irgendwas in dir hörst, könntest du sagen, aha, da ist jemand in mir, der sprechen will, willst du etwas sagen? Dann hörst du dieser inneren Stimme zu. Und dann hörst du der anderen inneren Stimme zu und so weiter. Es gibt dieses Konzept der inneren Konferenz, mit der du deine verschiedenen Stimmen, Meinungen, Intelligenzen hörbar machen kannst. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, Der König der Gelassenheit, wo dieses, der Königsweg zur Gelassenheit, wo ich dieses Konzept der inneren Konferenz genauer ausführe. Es gibt dann auch noch unterbewusste innere Stimmen. Menschen hören innere Stimmen und glauben, dort sprechen Verstorbene zu ihnen, da sprechen Astralwesen zu ihnen, da spricht Meister XY zu ihnen. Wenn diese inneren Stimmen besonders stark werden, dann ist da vielleicht die Grenze zur Schizophrenie überschritten. Im Allgemeinen, diese fremden inneren Stimmen, die nicht mit Bewusstseinserweiterung und Leichtigkeit und Freude verbunden sind, dann würde man sagen, das sind irgendwelche unterbewussten Eindrücke, die dort sind. Das hat typischerweise weder etwas mit Geistern noch mit was anderem zu tun. Manche Menschen glauben auch, dass jemand anders in ihnen sprechen würde. Und sie beschweren sich dann, dass der andere ihnen ständig die im Kopf rumspukt. Das sind dann Grenzen überschritten, wo man zu einem Psychiater gehen sollte und sich psychiatrisch behandeln lassen sollte.